Okay. So, zumindest das Fleisch enthaltene Mittelstück, das soll ja liegen bleiben. Und wenn ich das nicht auseinandernehme, ähnlich wie mit den Fischen, mit den Haien, die können so lange liegen, wie sie wollen, sie vergammeln nicht. Wow, früh aus den Federn, denn heute habe ich eigentlich eine kleine Reise vor und damit herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. Da ist mein erstes Ziel, das ist der Flugzeugträger, da würde ich ein bisschen, zumindest ein paar Lebensmittel da lassen. Ja genau, hier habe ich schon was zu essen. Geräuchert Mittel, Krabbe, Fleisch. Mhm, interessant. Aber Mittel, das hört sich mal eher nach Reiseproviant an. Hier die großen, die High Steaks. Die werde ich da erstmal einlagern. Wasser ist noch ein Problem. Apropos, wie ist es mit meinem Problem? Essen, trinken. Da sollte ich auf jeden Fall auch mich erstmal reisefertig machen. Und ab da geht es dann nach Osten. Ganz im Norden lang. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht, mal abgesehen von weiteren Inseln, auch Stellen finde, wo es die, ja, die Endbosse gibt. Da gibt es 3 von und die muss ich ja erledigen. Ja, da gibt es schon mal was zu essen. Gib mal her. So, wie sieht's aus? Das hat mich satt gemacht. Das ist in Ordnung. Jetzt geht die Wassersuche wieder los. Eigentlich müsste ich hier irgendwas geparkt haben. So. Ja, trinken wir uns richtig satt. Dann kann ich hier lieber noch ein bisschen Gemüse nachlegen. Achso, der ist noch voll. Der auch. Der nicht. So, ich komme hier auf jeden Fall wieder hin. Alleine schon, um Wasser zu tanken, denn auch Wasser muss ich hier einlagern. Tuck, tuck. Wie sieht es denn mal mit Waffen oder so aus? Ein Fischbär, den brauche ich nicht unbedingt mitzuschleppen. Den lasse ich mal hier liegen. Nee. Das ist mein Kampfspeer. Der hat noch 2% Haltbarkeit. Wow. Das wird stark. Nein, ich habe ja schon Reserve. Und zwar in einer meiner Container. Auf meinem Container Flows. Hm. Das Wetter ist schön. Die Sonne scheint. Ich bin satt. Dann würde ich sagen, versuche ich mal weiterzukommen. Das Gummiband hat sich auch wieder zusammengezogen. In der letzten Folge im Sturm hat sich ja hier meine Ankerleine stark gedehnt. So. Vielleicht kann ich mit dem Rest. Ich habe es geahnt, dass ich irgendwo noch. Mach mal aus. Dass ich hier noch auf dem Riff hänge. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht. Falsch. Falsche Waffe. Ja, gut, so geht's. Den Kompass brauche ich ja sowieso. Einmal ins tiefe Wasser ziehen. Hoffentlich kommt jetzt kein Hai. Aufspringen. Yep. So. Der Tank wird gleich leer sein. Aber vielleicht kann ich das Floß gerade noch drehen. Das hat auch einen Wendekreis. Das ist irre. Super, super, super. So. Ich bin auf Kurs. Aus. Da ist noch ein Krümelchen drin. Dann setzen wir mal Segel. Ans Ruder. Oder mal gerade hier rüber auf die Insel. Eigentlich wollte ich da ja auch noch einen Wassersammler montieren, denn da fehlt es definitiv dran. Vor allem das große Problem ist, auf der Insel gibt es keine Palmen. Das heißt, ich kann kein Holz machen da. Nee, was?
Irgendwas fehlte definitiv. Es kann sein, dass es da auch keine Setzlinge gibt. So, komm, segle mal ein bisschen schneller. Ich habe heute noch viel vor. Ich will noch weiter. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, hinter der Insel, da ist der Nordrand der gesamten Map. Das heißt, dieser ganzen Inselwelt. Da gibt es eine unsichtbare Barriere. Das heißt, ja, etwas sichtbar ist sie schon. Auf jeden Fall kann man sich da schön dran festhaken mit dem Floß. Das habe ich nun schon öfter ausprobiert. 110 Tage überlebt, meine Herren. Jetzt wundert mich mein langer Bart auch nicht mehr. Der Gestrandete. So, aber gleich sind wir da. Wir steuern mal ein bisschen in die Richtung. Danke. Ich würde am liebsten gleich hinten am nicht mehr vorhandenen Heck landen. Ich hoffe, dass da jetzt keine Steine sind und keine Riffe, wo ich auflaufen kann. Mit dem Floß ist es ja eigentlich kein Problem, aber man hat gesehen, zum Teil doch. Ein bisschen Tiefgang habe ich. So. Wetter, du wirst zu dunkel. Mach mir keinen Ärger. Okay. Auf jeden Fall. Wir können hier schon. Halt, Segel. Achso, ich muss erstmal loslassen. Ja, natürlich kommt ein Sturm. Wie immer. Anker. Ein bisschen muss ich rüberschwimmen. Egal. Ich wollte auf jeden Fall erstmal das Fleisch einlagern. Ich weiß nicht, wie viel ich überhaupt reinpacken muss. Die Dinger sind Gott sei Dank voll, aber... mal lieber das Messer in der Hand. Und für alle Fälle. So, Treibholz gibt es hier nämlich. Ein paar Setzlinge gibt es auch. Ich habe extra noch Setzlinge mitgenommen, dass man bei Bedarf hier... Was? So, ich will laufen. Und springen. Was? Was ist denn jetzt wieder los? So, Treppen hoch. Ansonsten ist es hier relativ langweilig. Also es gibt nicht viel zu sehen. Außer auf dem Flugdeck. Beziehungsweise da gibt es auch einen Hangar. Da ist der Hangar und da ist meine Rettung. Irgendwann mal, wenn ich das Ding repariert habe. So, Nahrung. Dann nehme ich mal das Fleisch rein. Halten Left Arrow zum Lager. Zum Lagere essen. Ich hoffe, ich esse das jetzt nicht. Nee, ich lagere es ein. 4, 5. Ja. Noch so eine Portion und das wäre voll. Hier kommt dann das Wasser rein. Und das sind Sachen. Treibstoff muss ich natürlich auch noch herstellen. Wahrscheinlich auch eine ganze Menge. Und hier sind... Ein Motor fehlt. Dann ist hier noch was, was fehlt. Ich glaube, ein Rotor. Ein Rotorblatt. Propellerblatt. Okay. Und ein Ruderpedal. Oder ein Pedal. Ein Ruderpedal. Und die drei Sachen, die bekomme ich erst, wenn ich die Big Bosse erledigt habe. Das ist nicht einfach. Zumindest muss ich da eine ganze Menge Vorarbeit leisten, weil ich brauche sehr viel Munition. Entweder sehr viel Speere oder Speergewehrpfeile. Ich tendiere dazu Speergewehrpfeilen. Alleine schon, weil die hoch stacken. Während Speere immer nur Stacks zu 4 sind. Und diese Speere sind auch teurer. Machen allerdings auch mehr Schaden. Ja, ich würde ja schon gerne hier noch ein...
einen Wassersammler montieren. Ich meine, ach, jetzt weiß ich, was fehlt. Palmwedel fehlt. Die gibt es auf der Insel nicht, aber ich habe welche mitgebracht. Da. 1, 2. Steine. Hier habe ich auch noch was zu futtern. Sogar eine ganze Menge. Ob ich die auch gleich noch mit einlagern soll? Ja, zum Schluss vielleicht. So, dann brauche ich Stoff. Jetzt habe ich den Rest wieder vergessen. Aber ist ja kein Problem. Wir können alles nachgucken. Ah, die Kokosflasche. Da war was. 3 Steine und ein Seil. Okay, die Kokos. Habe ich eine Kokosnussflasche an Bord? Ich weiß es nicht so genau. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe Kokosnüsse. Also damit wäre das kein Problem. Und ich kann genug Seile herstellen. Ich mache am besten gleich 2. So. Dann nehme ich eine Kokosnuss. Los! Warte mal, was kann ich denn hier mal gerade aus der Tasche legen? Ah, die Axt. Eine Kokosnuss. Dann sollte ich eine Kokosnussflasche herstellen können. Jawohl. Steine müsste ich eigentlich auch hier auf der Insel finden. 3 Steine, wohl kein Problem. Hier gibt es nichts Giftiges, das ist in Ordnung. Hier wäre noch Holz. Aber ich glaube, Holz brauche ich gar nicht mehr. Fässer. Theoretisch könnte ich hier noch einen Hobo-Stove machen, also einen Grill. Einen zünftigen. Wo ich aber nur grillen und nicht räuchern kann, das ist der Nachteil. Futter ist schon wieder nachgespawnt. Und irgendwo hatte ich eine Kiste stehen. Vielleicht sind da noch Steine drin. Hier liegen jedenfalls keine Steine. Ja, die Setzlinge gefallen mir natürlich gut. Ja, ich verliere nämlich auch schon wieder. Vor allem Wasser. Ich will noch weiter. Jetzt suche ich die ganze Zeit Steine. Hätte ich sie doch aus meinem... Ach ja. Gut. Ich glaube, die würde mich nerven. Daher will ich sie mal gerade erledigen. So, zumindest das Fleisch enthaltene Mittelstück, das soll ja liegen bleiben. Und wenn ich das nicht auseinandernehme, das ist ähnlich wie mit den Fischen, mit den Haien, die können so lange liegen, wie sie wollen, sie vergammeln nicht. Keine Steine, ein bisschen Holz. Ach doch, einen Stein haben wir schon mal. Ich würde mich ja gerne, da ist noch eine Krabbe. Das war die einzige Insel, wo es 3 Großkrabben gibt. Aber das bedeutet, hier gibt es auf jeden Fall immer was zu essen. Da ist noch ein Stein. Ich hoffe, dass ich sie jetzt nicht triggere. Na los. Aufnehmen. Na los, einen Stein noch. Jetzt muss ich extra noch wieder zum Floß, um den restlichen Stein zu finden. Sonst habe ich ja alles, ne? Warum habe ich hier keine Steine eingelagert? Das war kurzsichtig. Böser Seestern. Ich sag mal merken, aber bis ich wieder hier hinkomme, habe ich das sowieso vergessen. Aber manchmal hilft es ja auch, einfach die Augen aufzuhalten. Fromme Wünsche. Och Leute, ein Stein noch. Ich habe hier natürlich auch schon ein paar Steine verbraucht.
Manchmal liegen sie auch so ein bisschen im Wasser. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt keine Steine mehr finde. Die Krabbe, die schwimmt. Ich dachte, die wären wasserscheu. Es könnte natürlich sein, dass sie jetzt nicht mehr aus dem Wasser rauskommt. And stay dead. And stay wet. Achso, das ist die Krabbe gar nicht. Da ist sie. Sie würde gerne, aber... Nee. Die hat sich festgebackt. Macht nichts. Wenn ich wiederkomme, ist die mit Sicherheit wieder fit wie ein Turnschuh. Oh, das ist sogar relativ tief. Okay, was soll's. Ich hole mir den restlichen Stein einfach vom Floß. Oh, bin zu viel gerannt. Wie kann ich doch gar nicht so viel rennen? Ja, das mit dem Rennen ist ein bisschen mein Problem, weil ich mit Spielen, wo da die Rennentaste toggelt und wo ich nicht nur renne, solange ich die Taste drücke. Mit den Spielen stehe ich auf Kriegsfuß. Weil ich nämlich absolut gewohnt bin, zum Rennen die Rennentaste zu drücken. Ja, bin ich jetzt wieder auf Toggeln oder? Ich weiß es. Und vor allem, ich weiß nie halt... Nee. Wo habe ich Steine? Da. So, jetzt aber. Oh Mist, jetzt wird schon wieder dunkel. Aber ich denke, einen Wassersammler muss ich hier auf der Insel auf jeden Fall haben. Grill haben wir ja schon. Dann würde ich da in die Nähe auch den Wassersammler stellen. Ein bisschen geschützt. Hier zum Beispiel hin. So, da ist er. Wasserdestillierer. Jo. Ein Palmwedel habe ich noch. Hebe ich den auf? Für Notfälle. Ich packe ihn da mal rein. So, dann Pflanzenfaser nachlegen. So, wenn ich hier wieder komme, habe ich dann wenigstens Wasser. Wie lange hält der? 63. Ich dachte schon 6%. Ich meinte, dieses Messer wäre noch selten gebraucht oder jedenfalls noch nicht so häufig gebraucht, dass es kaputt geht. Ist es auch nicht. So. Da könnt ihr schön nachwachsen, während ich unterwegs bin. Und ich habe ein bisschen was auf Reserve. Wie spät ist es? Na, 17 Uhr. Dann gib mir mal den Kompass. Ich darf die Axt nicht vergessen. Die werde ich dann auf der nächsten Insel wahrscheinlich vermissen. So, und ich will, da ist Norden. Genau, da ist die Grenze. Und ich will nach Osten. Da zeigt mein Floß auch hin. Okay. Schnell den Axt nochmal in der Hand nehmen. Floßanker los. Segel setzen. Ans Ruder. Ja, dann segel ich mal so ein bisschen. Geht die Sonne im Norden unter? Moment. Die Sonne geht im Norden unter. Ich wusste doch, dass das ein anderer Planet ist. Da ist eine Insel. Die steuern wir mal an. Die ist von hier. Oh.
fast auch im Norden. 20 Grad. Kurs ändern. Komme ich natürlich wieder nachts an. Aber schlimmstenfalls kann ich ja erstmal auf meinem Floß schlafen. Das scheint sogar eine relativ große Insel zu sein. Und die ist ein bisschen weiter weg. Oh, wird schon wieder dunkel. Naja, ich segle. Oh, ich glaube, die Vorstellung, dass das eine große Insel ist, das hat wohl etwas getäuscht. Hier scheint es nur relativ kleine Inseln zu geben. Aber auch die ist ja, sagen wir es mal so, randständig. Die liegt ja auch ganz im Norden. Gut. Also auf ein großes Schwein, also auf den wilden Eber. Da brauche ich nicht zu hoffen. Aber der verdünnisiert sich ja sowieso. Gut. Ja, dann bleiben wir halt so. Zack. Anker gesetzt. Da liegt gleich schon ein Tuch. Steine. Eine Großkrabbe. Die zweite Großkrabbe. Tja. Ich sollte gleich nochmal sofort loslegen. Und... Oh, und Pipi-Pflanzen. Zwei Pipi-Pflanzen. Okay, das heißt hier im Wasser vorsichtig sein. Ein Stein. Kein Stein. Das ist kein Stein. Immerhin, der Mond scheint. Das ist gut. Fikusbaum. Ich brauche erstmal eine Palme. Yucca. Sehr gut. Ja, den... Das ist ein Holzstamm, nehmen wir auch gleich mit. Zack, 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 sofort hier hin. Palme bearbeiten. Oh, ich habe nicht auf die Kokosnuss aufgepasst. Die liegt da jetzt wahrscheinlich noch. Jo. Ich schleiche, weil irgendwo war hier die zweite Großkrabbe. Kokosnuss mitnehmen. Aber schnelle! Zweiten Stein. Dritten Stein. Ich wollte gerade schon sagen, hier liegt eine tote Schlange, aber... nee. So. Einmal wieder das Messer. Noch ein paar Pflanzenfasern. Dann kann ich schon mal wieder Seile machen. Eine Kokosnussflasche herstellen. Meinetwegen auch fallen lassen, ist mir egal. So. Zweites Seil. Drei Steine haben wir. Ein Tuch haben wir auch auf. Habe ich das nicht mitgenommen? Palmwedel dahin ziehen. Ja, machen wir so, Schnur fallen lassen. Das habe ich nicht mit eingesackt. Okay. So, Steine habe ich auf der Tasche. Jetzt müsste ich... Nee, kann ich nicht. Ja, dann wähle ich es halt hier aus. Wasserdestillierer. Bom.
So, das Wichtigste ist gelaufen. Dann packe ich einfach die drei Palmwedel hier schon mal drauf. Die Krabbe guckt sich das in aller Ruhe an. Und sagt, was macht er da? Lass mal machen, ich bin neugierig. Ich will mal sehen, was da passiert. Ja, dann guck dir das mal an. Und dann brauchen wir natürlich einen Grill. Dass ich was zu essen kriege. Oh, ich habe richtig Durst. Naja, dann. Wozu habe ich Vorräte? So, trinken. Übrigens, das ist zwar, das wäre eine Kokosnussflasche, aber die ist gefüllt mit Aloe-Salbe und die ist für Notfälle gedacht, falls ich hier mal einen Sonnenbrand kriege, was ja durchaus passieren kann. Ja komm, trink aus. Essen haben wir ja auch noch. Das habe ich eh nicht mit. Mahlzeit. So, und dann würde ich sagen, haue ich mich erstmal auf die Koje und morgen geht's weiter. Dann werde ich mal gucken, wie es mit der Großkrabbenverarbeitung aussieht, ob man hier vielleicht noch ein bisschen was abgreifen kann. Und ob ich vielleicht in der Nachbarschaft spezielle Bojen sehe, die eventuell auf das Vorhandensein eines Bossgegners hinweisen. Ich schaue gerade nach dieser einen Insel, die liegt ja im Nordosten. Das wäre dann quasi die nächste. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Jetzt bin ich doch wieder neugierig. Nein, ich bin nicht neugierig genug. Da musste ich wieder an der Großkrabbe vorbei. Ich habe einfach jetzt keine Lust, mich mit den Krabben auseinanderzusetzen. Das mache ich morgen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bin so froh, dass mein Floß wieder funktioniert. Ich haue mich jetzt an die Koje und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.